Immer wieder fahren auch Deutsche in die Ukraine, setzen sich selbst der Gefahr aus, um dort zu helfen. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat manche von ihnen schon mehrfach getroffen, so auch jetzt wieder. Bei ihrem letzten Einsatz sind 3 junge Deutsche aus der Luft beschossen worden, konnten nur äußerst knapp entkommen. Sie wollten Menschen und Tiere retten nach der Staudammsprengung in der Region Cherson, als das russische Militär sie entdeckt hat. Es sind die Momente vor dem Angriff, direkt am Ufer des Flusses Dnipro. Die freiwilligen Helfer Robin, John und Hannes versuchen, ihr Boot klarzumachen. Doch der Motor springt nicht an. Robin, wenn der Minute nicht läuft, dann sind wir hier weg. Was sie nicht wissen, eine Drohne kreist über ihnen, hat sie längst ins Visier genommen. Die russische Artillerie kennt nun ihre Position und beginnt zu feuern. Wir waren direkt am Ufer, wir wollten gerade das Boot rausholen und schätzungsweise ist das erste Geschoss 50 Meter links von uns eingeschlagen, also sehr, sehr nah. An der Uferstelle, wo wir waren, war vor allem der Hauptgedanke: Wo zur Hölle soll ich hinrennen? Die nächste Wand, die nächste Deckung, das nächste schützende Gebäude ist gefühlte 500 Meter weg. Wir haben keine Chance. Sind dann weggelaufen, haben uns eine bessere Deckung gesucht hinter einer Mauer. Und dann kam auch schon der zweite Einschlag und da hat es leider den John getroffen. Ja. Der 70-jährige Brite wird von mehreren Schrapnellen getroffen. Während der Mörserbeschuss weitergeht, versuchen ihn Anwohner und Freiwillige in Sicherheit zu bringen. Сразу, блядь, берем машину сейчас одну. На скорую, он очень ранен. Осколочный ранен, сильно ранен. Ich habe mich dann entschieden, zurückzulaufen, habe ihn an die Beine gepackt und dann sind wir zu viert zurück zu dem Luftschutzbunker gelaufen. Wir treffen die freiwilligen Helfer am Schliersee in Bayern. Hannes Hinterseer, 29, Profisportler. Robin Heller, 37, Fotograf und Filmemacher. Sowie Timo Baumeister, 23, Elektriker. Auch er war bei dem Angriff dabei. Was sie alle vereint, ist ihre Tierliebe und jetzt auch die Erfahrung, dem Tod nur knapp entkommen zu sein. Und gemeinsam ihrem Freund John das Leben gerettet zu haben. In diesem Bunker, in dem sie Schutz gesucht hatten. Erstversorgung der Wunden, während eine amerikanische Helferin beginnt zu beten. Thank you, Jesus, you are here. We do not need to be afraid when we trust in you. Nach dem, ich glaube, dritten oder vierten Mörser-Einschlag war es dann so, dass wir auch eine Drohne über uns gehört haben. Und da kam dieses ganze unwohle Gefühl dann wieder hoch. Okay, jetzt sehen die uns und jetzt kommt der Nächste zu uns. Ich meine, es müsste 4 oder 5, vielleicht auch 6 Einschläge gegeben haben. Also ungefähr 3 Treffer außerhalb des Bunkers und im Bunker gab es mindestens 1, wenn nicht 2 weitere Treffer, von denen einer wirklich auch verdammt nah am Bunker gewesen sein muss. Listen to me, John, where you have pen? In Jesus name. Okay. Jesus. Okay, we have them. John hatte eine schwere Verletzung. Das Schrapnell ist in der Mitte des Bauches eingedrungen, ist einmal quer durch den Bauch und ist dann im Becken stecken geblieben. Und ja, man konnte ziemlich schnell feststellen, dass es eine ernste Verletzung war, weil er relativ schnell eingetrübt ist, nicht mehr gut ansprechbar war und ja, auch der Kreislauf nicht mehr wirklich stabil war. Die Ereignisse von Cherson zu verarbeiten, fällt den 3 Deutschen bis jetzt nicht leicht, erzählen sie, obwohl Hannes als auch Timo militärische Erfahrung haben. Sie sind heil rausgekommen, ihr Freund John ist in Odessa noch im Krankenhaus, aber nicht mehr in kritischem Zustand. Der Blick geht nach vorn. Im ersten Moment habe ich gesagt, nee, das Thema ist für mich beendet und ich will davon auch nichts mehr wissen. So gerade bei der Flucht, sage ich mal, vor der Gefahr, als wir aus der Stadt rausgefahren sind und so, ging mir das durch den Kopf. Aber jetzt, wo ich so ein paar Tage drüber nachgedacht habe, ist die Motivation schon wieder da, dass ich gehen würde, aber nicht mehr 1, 2, 3 Kilometer vor der Front. Es ist jetzt tatsächlich so, dass wenn man das ein bisschen mehr verarbeitet hat, auch versteht, warum das passiert ist, was passiert ist, dass die Motivation, wieder hinzugehen oder vielleicht sogar jetzt erst recht hinzugehen und alte Fehler nicht wiederzumachen, so großes Risiko auch nicht unbedingt wieder einzugehen, aber trotzdem nochmal hinzufahren, ist tatsächlich da. Ich habe
denke ich, den Tieren ein Versprechen gegeben, dass ich sie niemals im Stich lassen werde. Ich weiß noch nicht, auf welche Art und Weise ich unterstützen werde, aber ich werde irgendwie wieder dort sein. Wahrscheinlich nicht mehr dort, wo es wirklich brennt, aber ich werde die Ukraine und die Tiere weiterhin unterstützen, definitiv. Für alle drei geht es jetzt darum, nicht nur Kräfte zu sammeln, sondern auch Spenden für den nächsten Ukraine-Einsatz. Denn sie sind überzeugt, Hilfe wird noch lange benötigt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.